Eines der großen Themen der Frauen-Lesben-Bewegung der 70er, 80er Jahre war die Debatte um den Paragraphen 218. Der Paragraph 218 im Strafgesetzbuch illegalisiert Schwangerschaftsabbrüche und ist auch heute noch in Kraft, auch wenn er mit bestimmten Ausnahmeregelungen versehen wird. Der ist einerseits spannend, weil es in Ostdeutschland, in der DDR, eine viel liberalere Gesetzgebung gab und es einfacher war, eine Schwangerschaft abzubrechen für Frauen. Und diese liberalere Gesetzgebung aber mit der Wiedervereinigung und der Angleichung der Rechtsprechung und Rechtssysteme 1994 einkassiert wurde. Zum anderen war auch, weil es so eines der verbindende Themen der Frauen- und Lesbenbewegung war, die eben auch über diese Thematik des Schwangerschaftsabbruchs hinausweist. Also es ging grundsätzlich darum, die Frage zu stellen, nach körperlicher Selbstbestimmung, nach dem Eingriff des Staates auf weibliche Sternchenkörper und ist eben bis heute immer noch ein Thema. Eine Person, die diese Demonstrationen, diese frühen Demonstrationen schon fotografisch dokumentiert hat, ist Petra Gall. Das sind alles hier Bilder von mir. Petra Gall war eine Fotografin, deren Nachlass sich auch hier im Archiv des Schwulenmuseums befindet. Für die deutsche Bewegungsgeschichte ist auf jeden Fall spannend, dass sich viele der Schwulen- und Lesbengruppen aus einer linken Szene rekrutiert haben. Also gerade die studentische Linke war in Deutschland auch sehr stark und eine sehr starke politische Kraft. Und viele dieser Gruppen haben ihren marxistischen, kommunistischen und irgendwie linken Ursprung auch eine ganze Weile noch beibehalten. Es war aber auch so eine sehr schwierige Verbindung zwischen klassischen linken Gruppen und Homo-Gruppen, weil die Linken das Thema nicht immer so aufgenommen haben. Das ist ähnlich wie in der Frauenbewegung so. Die klassische Argumentation war, dass es eigentlich so etwas wie ein Nebenwiderspruch ist, sowohl die Frauenunterdrückung als auch eben der homosexuelle Fall oder die homosexuelle Thematik und deshalb erst zu einem späteren Zeitpunkt sich damit auseinandergesetzt werden müssen und das eigentlich vom relevanten Thema, nämlich dem Klassenkampf, irgendwie ablenken würde. Eine der wenigen Organe, die das in der linken Gruppe verstetigt integrieren konnte, war die AG Schwule und später auch die AG Lesben im Kommunistischen Bund. Der Kommunistische Bund war so eine maoistisch orientierte Kaderorganisation, die aber seit 1978 diese Rubrik als dauerhafte Rubrik in ihrer Zeitschrift Arbeiterkampf aufgenommen haben und sozusagen dort auch eine eigenständige Verhandlung von Homo-Themen stattfinden durften.